Jerome Powell, der Fed-Chef, hat gestern Bitcoin mit Gold verglichen und es als digitales Gold bezeichnet. Das hat Bitcoin Auftrieb gegeben, dass die 100.000er-Marke überwunden hat. Dann haben wir einen absoluten Skandal aus meiner Sicht in Deutschland, wo Wirtschaftsminister Habeck ein Gutachten in Auftrag gegeben hat, dessen Ergebnis aber vorher schon festgestanden hat, nämlich es gab den klaren Wunsch, die Atomkraft in Deutschland abzuschalten. Das inmitten einer Energiekrise schaltet man einen zuverlässigen Energieträger ab. Das ist aus meiner Sicht nochmal eine ganz andere Dimension als irgendein Skandälchen von der FDP mit dem D-Day, dass man also plant, wie man aus der Koalition aussteigen kann, aus der Ampelkoalition, die ohnehin in Deutschland keiner mehr wollte. Hier haben wir sozusagen die zentrale Infrastruktur eines Landes oder ein Bestandteil der Energiestruktur eines Landes wird mutwillig abgeschaltet aus ideologischen Gründen. Das hat fast schon so Nord Stream-Sprengung Dimensionen könnte man sagen. Und es gibt interessante Hintergründe jetzt zu dem Mord an dem CEO von United Health, dem größten Versicherungskonzern in den USA, der auch ein absolutes Schwergewicht ist im Dow Jones, weil eben der Preis dieser Aktie sehr hoch ist. Der Dow Jones ist preisgewichtet, dementsprechend unter den Top 2 der Unternehmen, die den Dow Jones am stärksten beeinflussen. Und es sieht so aus, als wäre der CEO von United Health nicht so ganz koscher, als käme also dieser Mord nicht ganz aus dem Nichts, dazu gleich mehr. Wir starten erstmal mit Bitcoin und diese Aussage. Bitcoin von Paul gestern in diesem Gespräch. Bitcoin ist ein spekulatives Asset, das nicht mit dem Dollar konkurriert, sondern mit Gold. Also er stellt sozusagen Bitcoin auf eine Stufe mit Gold, sagt, das ist digitales Gold. Und jetzt dürfen wir ja eins nicht vergessen, die Notenbanken wie die Fed haben ja Gold gekauft als Reserve und die Diskussion war ja die ganze Zeit, wird die Trump-Administration irgendwie eine Bitcoin-Reserve einführen, was hier erschwert wird dadurch, dass offenkundig die Biden-Administration jetzt noch versucht, die beschlagnahmten Bitcoins aus kriminellen Aktivitäten am Markt zu verkaufen, wie auch immer. Wenn also Paul, der übrigens gestern immer wieder gesagt hat, dass er im Job bleiben will, also er will auf jeden Fall Fed-Chef bleiben, das hat er sehr oft und sehr häufig betont, dass damit eben auch die Möglichkeit ins Spiel käme, theoretisch, und das dürfte den Preisauftrieb auch beschleunigt haben, dass eben die Fed nicht nur Gold als Reserve kauft, sondern auch Bitcoin. Das zumindest ist die Hoffnung der Bitcoinistas. Wir sehen hier mal Bitcoin zu Gold, jetzt auf ein neues Hoch gestiegen, diese Relation. Und dann hat natürlich auch noch hier Auftrieb gegeben, die Nominierung von Paul Atkins als SEC-Chair, der Börsenaufsicht SEC vorstehen soll, der anders als Gensler eher kryptofreundlich ist, der sich in der Vergangenheit immer klar für Deregulierung ausgesprochen hat. Also diese beiden Kombinationen waren es wahrscheinlich, die den Bitcoin-Preis hier haben ausbrechen lassen aus dieser Formation, die ein Kursziel haben kann, so 109.000 bis 112.000 ist da durchaus drin. Wir werden jetzt viele haben, die dann natürlich diese Headlines lesen, oh, Bitcoin über 100.000 gestiegen, jetzt muss ich unbedingt kaufen. Und ich denke, das wird on the long run dann oder mittelfristig zumindest nicht die beste Idee sein, auch wenn wir jetzt da noch weiter nach oben gehen können. Denn wir werden wahrscheinlich ein Muster sehen, das wir schon öfter gesehen haben. Michael Saylor jedenfalls will eine Bitcoin-Party feiern, nachdem das Ganze über 100.000 gestiegen ist. Und die MicroStrategy-Aktie, also die Aktie von Michael Saylor, mit der er das Bitcoin-Schneeballsystem betreibt, das hier jetzt die Aktie weiter nach oben treibt, knapp 10%, ging es dann nachts im Handel für diese Aktie weiter nach oben. Wir sehen, Bitcoin hat jetzt die Marke von 2 Billionen an Marktkapitalisierung übertroffen, ist jetzt die Nummer 7 aller weltweiten Assets, hat Saudi Aramco überwunden, Silber sowieso, Meta auch. Man ist jetzt knapp hinter Google und Amazon. Von Gold allerdings sieht man nach wie vor nur die Hacken, auch wenn Gold eben jetzt nicht so stark gestiegen ist wie eben Bitcoin zuletzt. Und eins muss man sagen, erstens, wie Peter Schiff sagt, und ich weiß, die Bitcoinistas lieben Peter Schiff, aber es ist ja faktisch schon so, immer war das Gerede, Bitcoin unabhängig von jeder Regierung. Und jetzt sehen wir den Anstieg eben, weil man alles andere als unabhängig von Regierungen ist, sondern weil sozusagen man sich mit den Mächtigen
ins Bett legt und ein Asset, das eigentlich so ein bisschen Anarchie war, das Dezentralisierung war, das wird jetzt mehr und mehr auch geistig zentralisiert. Die Frage ist, ob Bitcoin das on the long run überleben wird. Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wirklich diesen Freiheitsgedanken, diesen dezentralen Gedanken komplett weiter beizubehalten, statt eben jetzt hier diese Liaison mit der US-Politik einzugehen, mit Trump einzugehen, die gefährlich werden kann für Bitcoin. Ohnehin ist Bitcoin ja ein sehr zentralisiertes Asset. 1,94% aller Adressen halten 92,7% aller Bitcoins. Jetzt kann man sagen, gut, da sind natürlich auch einige Börsen dabei, aber sagen wir mal so, 2% kontrollieren etwa 3/4 aller Bitcoins. Das ist alles andere als, wie soll ich sagen, eine feste Demokratie oder der Gleichberechtigung. Es sind eben diejenigen, die wahrscheinlich sehr früh zugegriffen haben, als Bitcoin noch nichts gekostet hat. Die sind jetzt fein raus, einige Kriminelle auch, aber natürlich ist all das kein, wie soll ich sagen, kein demokratisches Schema, das erstrebenswert wäre. Wenn wir zum Beispiel jetzt Fiat-Geld hätten, was so zentralisiert wäre, was wäre dann los? Dann wäre das Geschrei groß. Geschrei gab es wahrscheinlich auch bei einigen, die Bitcoin short waren. Wir sehen hier Liquidation massiv nach oben gegangen, also diese Marke von 100.000, die war wichtig. Und vielleicht wird es dann ebenso wieder gehen, wahrscheinlich gehen wir noch einen Ticken höher. Und dann kommt der Abverkauf, nachdem diejenigen, die bisher nicht in Bitcoin waren, dann sagen, ja, also wenn es jetzt über 100.000 gestiegen ist, dann muss ich da unbedingt reingehen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zur Fed, also zu Fed-Chef Powell, der ja diese Bitcoin-Rally mit ausgelöst hat mit seinen Kommentaren. Und gestern hat er gesagt, ja, wir wollen so ein bisschen in der Mitte sein zwischen weniger restriktiver Geldpolitik oder restriktiver Geldpolitik, sodass die Inflation nach unten kommt, ohne dem Arbeitsmarkt weh zu tun. Und er war gestern sehr hawkisch, als er gesagt hat, die Wirtschaft ist stark, stärker als wir gedacht haben im September. Hier die Downside Risk appear less in the labor market, also der Arbeitsmarkt hatte doch weniger Risiko. Growth is definitely stronger, das Wachstum der Wirtschaft ist definitiv stronger. Inflation a little higher, also das war sehr, sehr hawkisch, die Märkte reagieren aber nicht darauf. Das war eigentlich eine klare Ansage, dass es alles andere als sicher ist, dass die Fed im Dezember die Zinsen senkt. Wie auch immer, kurz vorher hatte übrigens ja Musalem, das Fed-Mitglied, gesagt, also der Anstieg der Assets hat nichts, der Aktienmärkte und so weiter, Vermögenspreise, der hätte nichts mit der Fed-Politik zu tun. Gordon Johnson ganz klar mit der Aussage eben, M2 ist eine der beiden Komponenten eben der Inflation und die einzige Institution, die Einfluss auf M2 hat, ist die Fed. Also allein deswegen sagt praktisch so jemand aus der Fed wie Musalem, dass Mathematik Quatsch ist, wenn sozusagen ein Bestandteil der mathematischen Formel nur von der Fed abhängt, dann zu sagen, wir haben damit nichts zu tun, das ist natürlich schon krass. Dann nochmal die Aussage über die September-Zinssenkung, die ja sehr groß war mit 0,5% oder war die im Juli? Ich weiß nicht, auf jeden Fall war eben jetzt, die letzte war glaube ich 0,25, genau. Wir wollten ein starkes Signal setzen, so Paul, dass wir den Arbeitsmarkt unterstützen. Und dann aber eben nochmal die Aussage, ja, aber wir haben jetzt oder sehen jetzt, dass der Arbeitsmarkt doch viel stärker ist. Also faktisch sagt er, weil die Wirtschaft stark ist, weil die Inflation etwas höher ist und weil der Arbeitsmarkt weniger schwächer ist aus seiner Sicht, dass es eigentlich keinen Sinn macht, die Zinsen zu senken. Ich bin gespannt, ob das die Märkte irgendwie eskomptieren. Wir hatten dann auch das Beigebuch gestern, sehr hawkisch, wenn man so will. Wir sehen, dass tendenziell die Erwähnungen von Inflation nach oben gehen. Nicht dramatisch, aber sie gehen wieder nach oben, während die Erwähnungen von Slow, also dass die Wirtschaft langsam sich entwickle, sich abschwäche, die sind deutlich nach unten gegangen. Das ist dieser Trump-Optimismus, der vor allem im verarbeitenden Gewerbe der Fall ist. Und nochmal zurück zu Jerome Powell, der doch wirklich allen Ernstes gesagt hat, also the labor data is the best data we get. Also hier diese Arbeitsmarktdaten, die nicht nur um über 800.000 nach unten revidiert wurden in einer großen Revision, sondern die monatlich praktisch meistens abwärts revidiert werden. Das ist so ein bisschen wie Münze werfen. Zwei Faktoren, Seasonal Adjustments und Burst Death Model, die völlig willkürlich gedreht werden können. Und dann sagte der Pauli allen Ernstes, also ja, das sind die besten Daten, die wir haben. Wenn das die besten Daten sind, die die Amerikaner haben, dann haben die Amerikaner gar keine Daten, würde ich sagen, denn das ist ein absoluter Skandal, was mit diesen Daten passiert. Und dann kommt der Fed-Chef und sagt, ja, das sind die besten Daten, die wir haben. Es ist unfassbar angesichts dieser Revisionen, apropos Fed.
Jetzt eine neue Studie der FED, die sagt, ja, also der Einfluss, der negative Einfluss der Zölle, die Trump 2018, 2019 hier veranlasst hatte, die sind größer, als wir zunächst gedacht hatten. Also die FED sagt schon mal, Trumpi, oh, pass auf, geil, das wird vielleicht schon schlecht sein für Inflation und schlecht für Wirtschaftswachstum. Diese Konfrontation zwischen Trump und der FED zeichnet sich ab. Zumal, ja, wie gesagt, Trump gestern, Paul nochmal gestern klar gemacht hat, ich nichts zurücktreten, ich lasse mich von Trump nicht aus dem Amt drängen. Jetzt nochmal zu diesem Mord, den es gestern gegeben hat, am Chef des größten Versicherungskonzerns der USA mit einem Umsatz von 190 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist also eine Menge Holz. Und dieser gute Brian Thompson, der hier sehr sympathisch aussieht, scheint aber ein bisschen was unkoscher zu sein oder die Firma unkoscher, zumindest in einigen Praktiken. Erstens, und das, was jetzt den Mord noch betrifft, hatte der Täter offenkundig eine professionelle Ausrüstung gehabt, einen Geräuschdämpfer hat er hier verwendet. Also das deutet praktisch auf einen Auftragsmord hin durch einen professionellen Killer. Und jetzt ist rausgekommen oder ist an die Oberfläche gekommen, dass die Feuerkasse oder eine Feuerkasse in den USA den Brian verklagt hat wegen Insiderhandel. Er hätte 15 Millionen Dollar in Aktien verkauft, ohne das zu melden. Und seine Frau hat jetzt gesagt, dass es Drohungen gegen ihn gab, aber er keinen Personalschutz hatte. Hier rechts sieht man nochmal den Täter. Und was aber wahrscheinlich noch schwerwiegender ist, oder sozusagen das Problem vielleicht eine andere Perspektive auf dieses Problem bringt, ist, dass United Health die größte Quote an Zurückweisungen hatte, wenn es jetzt darum ging, bestimmte Gelder auszuzahlen. Da gab es schon mal eine Klage gegen United Health im Jahr 23, weil man offenkundig mit einem KI-Modell versucht hat, alle Forderungen oder wenn ein Versicherungsfall eigentlich eingetreten ist, alle Forderungen zurückzuweisen. 90% Fehlerquote bei dieser KI soll es gegeben haben. Und United Health hat offenkundig eine Praxis betrieben, die viele Versicherungen betreiben, nämlich lass die Leute erstmal irgendwie einen Schaden einreichen, sage dann nein, ist nicht begründet und die meisten geben dann auf. Nur diejenigen, die sozusagen die nächste Instanz bedienen, die klagen, die sozusagen einen Riesenaufwand betreiben, die werden dann ausbezahlt, die meisten geben auf, damit machst du natürlich riesige Profite, deswegen ist wahrscheinlich United Health auch eben der größte Versicherungskonzern in den USA, also eine ganz miese Praxis, die wahrscheinlich bei United Health hier besonders gepflegt wurde und möglich ist, dass da ein paar Menschen sehr verärgert waren eben über diese Praxis. Kommen wir jetzt nochmal zu den Aktienmärkten, gestern WIX. Mit so einem mit einer weißen Kerze nach anfänglicher Schwäche. Wir sind weit, weit aus dem Bollinger Band raus. Also ein Anstieg der Volatilität wäre jetzt nicht überraschend. Gestern vor allem Nvidia, vor allem die Tech-Werte, die das Ganze wieder getrieben haben. Sonst das Bild an Wall Street relativ gemischt. Wir sehen sinkende Volumina, gestern wieder ein Ticken besser, aber diese Rallye passierte praktisch ohne Volumen. Jetzt kann man sagen, ist bullisch. Ein geringes Volumen ist oft bullisch, weil keiner irgendwie eine Notwendigkeit sieht, der zu verkaufen. Weswegen, wenn es mal richtig kracht an den Märkten, die Volumina ja meistens nach oben gehen. Mal gucken, wie das sich weiterentwickelt. Ebenso wie Lavrance. Hier sehen wir, Michel Barnier ist gestürzt. Zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren ein Misstrauensvotum, das erfolgreich ist, eben weil der Rassemblement National, also Le Pen, mit den Linken gestimmt hat. Und jetzt sehen wir, dass also in Frankreich die Regierung kollabiert, in Deutschland ist sie schon, in Südkorea, in Georgien passiert das derzeit und in Syrien. Also es sind schon einige Länder, die da jetzt derzeit betroffen sind. Was wird jetzt in Frankreich passieren? Jetzt wird Barnier den Rücktritt einreichen. Jetzt muss Macron einen neuen Premierminister bestimmen. Dafür gibt es allerdings keine verfassungsgemäße Frist. Letztes Mal hat er 2 Monate gebraucht. Diesmal hat er gesagt, ja, ich werde noch vor Samstag wahrscheinlich das Ganze hinkriegen. Aber wer soll dieser Kandidat sein, wenn er nicht von den Linken kommt oder nicht aus dem Rassemblement National kommt? Das heißt, das Problem wird sich nicht ändern, wenn nicht die großen Fraktionen sozusagen hier vertreten sind. In der Zwischenzeit wird Frankreich wohl auf Notstandsgesetze zurückgreifen. Dann wird ein neues Kabinett
Kabinett gebildet, sobald dann mal ein neuer Premierminister ernannt ist. Aber das ist auf jeden Fall eine Gefahr für die Europäische Union, für die Frankreich ja sehr wichtig ist. Wird das alles Schwierigkeiten machen? Die EZB steht wahrscheinlich schon bereit, um dann zu kaufen, notfalls französische Anleihen. Jetzt zu diesem Skandal in Deutschland gegenüber dem, das, was bei der FDP passiert, ein laues Lüftchen ist. Dennoch ist zu erwarten, dass über das laue Lüftchen noch wochenlang bei den Mainstream-Medien berichtet wird und über das, was der eigentliche Skandal ist, nicht. Nämlich, der gute Herr Habeck hat eine Gutachten erstellen lassen, dann über die Abschaltung der Atomkraft. Und klar war, dass dieser Stresstest politischen Zwecken dienen sollte. Also es ging nicht darum, wirklich hier objektiv zu testen, sondern es war klar, die Atomkraftwerke sollen abgeschaltet werden und dieser Stresstest möge bitte hier nur Argumente bringen, Punkte bringen, die dafür sorgen, dass diese Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Im Grunde ist das kein Gutachten mehr. Ein Gutachten wird durch einen Gutachter, der objektiv neutral eine Sache betrachtet, hier erstellt, sondern das ist sozusagen die Fälschung eines Gutachtens, eigentlich aus meiner Sicht fast schon eine Straftat, jenseits der Frage, ob du ein zentrales Element, ein grundlastfähiges Element der Stromerzeugung, der Energieerzeugung in einer Energiekrise abschalten lässt. Das hat aus meiner Sicht auch fast schon strafrechtliche Komponenten in Kombination mit der Fälschung dieses Gutachtens. Fälschung, anders kann man es nicht sagen. Und dann sieht man dann zum Beispiel solche Begriffe, dass man sagt, ja gut, allenfalls wäre noch ein Streckbetrieb, also vorübergehende Verlängerung für ISA 2 akzeptabel, das steht ja bekanntlich in Bayern, aber nur wenn Bayern und andere politisch dafür etwas bezahlen, also sozusagen hier gleich dann noch eine Räuberpistole obendrauf. Was hat Söder jetzt sozusagen bezahlt? Diese Frage stellt sich. Und es ist aus meiner Sicht wirklich, also ich kann meine Verwunderung oder nicht Verwunderung, denn das, was da passiert, ist ja nichts anderes, als dass Ideologie über Vernunft gestellt wurde. Es wäre Zeit, wenn die Grünen das endlich mal zugeben und sagen, ja gut, wir sind halt religiös, wir glauben, Atomkraft ist böse und wir schaffen die große Energiewende. Kann man glauben, man kann religiös sein, auch wenn man dafür relativ wenig Anhalt hat an der Realität, aber das geht aus meiner Sicht gar nicht. Wenig Anhalt an der Realität, auch diese Grafik hier von den Grünen in Südbayern, DAX nach 3 Jahren Habeck über der 20.000er Marke. Also wenn irgendwas für den Anstieg verantwortlich ist, dann mit Sicherheit nicht Robert Habeck und auch natürlich nicht Tesla. Wir sehen, dass etwa die Verkäufe von Teslas in Deutschland massiv in 2024 unter dem Jahr 2023 bleiben. Das wird also richtig schwierig für Elektromobilität in Deutschland insgesamt und für die deutsche Industrie sowieso, für die deutsche Autoindustrie, aber auch für Tesla eben. Hier sehen wir, dass jetzt die Cybertruck-Produktion von Tesla auf Eis gelegt wurde. Also das ist ja auch ein Auto gewesen, gell, das wahnsinnige Absätze hatte, ne? Aber natürlich hatte Tesla damals oder Elon Musk, als er diesen Cybertruck auf den Markt gebracht hat, natürlich viele Milliarden an Marktkapitalisierung hinzugewonnen. Jetzt stampft man das erfolglose Projekt ein und es herrscht Schulterzucken, ebenso wie in Frankreich. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, die Regierung gestürzt, Krise verschärft sich, welche Konsequenzen hat das für uns? Gerne weiterempfehlen diesen Artikel und den zweiten Artikel, meine Damen und Herren, natürlich Bitcoin. Wahrscheinlich vor allem die Ernennung eben von Atkins zum SEC-Chef, aber was da noch eine Rolle spielen könnte, in diesem Artikel, jetzt sag ich Servus und Ciao.